Hallihallo, hier ist wieder euer Kato, der Traumfänger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schaut mal, ich habe euch heute Schuhe mitgebracht. Wir werden nämlich heute ein Schuhlied gemeinsam hier ausprobieren. Ihr kennt diese Schuhe wahrscheinlich auch. Guck mal, das sind hier so Badelatschen, also Badeschuhe, Rollschuhe, ein Turnschuh, ein Wanderschuh. Wir tragen ja jeder und jede täglich ganz unterschiedliche Schuhsorten, ne? Wanderschuhe, also was wir hier sehen, es gibt noch so viele unterschiedliche Schuharten und deswegen habe ich darüber eben ein Lied geschrieben und das ist ein Mitmachlied. Und zwar, die Spielidee ist so, ich stelle euch immer zwei verschiedene Schuhsorten vor. Dazu gibt es immer eine ganz bestimmte Bewegung und ihr macht es dann nach. Damit es noch klarer ist, seht ihr dann hier oben noch ein entsprechendes Bild zu dem jeweiligen Schuh. Zwei dieser Schuhe, die ich heute mit euch in den Lied mache, sind ein bisschen besonders. Die mache ich euch nochmal extra vor. Und zwar sind es die Ballettschuhe. Dann könnt ihr Daumen und Mittelfinger so zusammennehmen. Machen wir so einen kleinen Knicks. Guck mal. Ballettschuhe. Mal zusammen. Ballettschuhe. Dann gibt es auch noch die Schlittschuhe. Und bei den Schlittschuhen sind wir ja auf dem Eis, ne? Da machen wir so eine Pirouette auf dem Eis und drehen uns einmal im Kreis. Guck mal so, wir probieren es mal. Und Schlitt! Schuhe, genau, so ähnlich. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Es gibt, ach, eine Sache noch, es gibt am Ende, wenn es ganz, ganz viele Schuhe sind, gibt es so einen Teil, wo ich gar nicht mehr spreche. Da hört ihr dann nur noch zu den entsprechenden Schuhen immer ein jeweiliges Geräusch und dann wissen wir, ah, jetzt sind gerade diese Schuhe dran und ihr seht ja die Bilder. Okay, Musik ab, los geht's, viel Spaß! Ich bin doch gar nicht müde. Nachtruhe. Ihr? Nee, ne?
Mensch, das war ja cool. Super, so viele unterschiedliche Schuhsorten. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielleicht wichtige Info noch. Das Lied gibt es auf allen Streaming-Diensten. Kann man sich das schon anhören. Und demnächst dann auch auf CD. Ja, und ihr könnt euch das natürlich so oft anschauen und anhören, wie ihr wollt, ne? Bis ihr dann richtige Schuh-Profis seid. Ja, das war's von mir. Ich freue mich. Alles Gute für euch. Macht's gut. Tschüss, euer Kato der Traumfänger. Bye, bye.